Was ist das für ein Geräusch? Ach so, verwässert jemand. Ja, es dauert Larsch lange hier. Jü. Echt so, du musst ja fast jedes verdammte Ding hier einzeln machen. Wir brauchen eigentlich irgendwie wirklich so eine Wässerungsanlage, mit der wir hier, keine Ahnung, Regen in diesem Ding machen können. Oh, das wäre ein Traum, ey. Geht doch bestimmt. Eine kleine Sprenkleranlage. Jeden erwischt? Nein, den nicht. Aber wenn dieses. Ich freue mich, wenn die irgendwann hoffentlich dieses. So ein Terrain-Editor oder sowas mit einbauen. Also nicht Terrain-Editor, aber wenigstens, dass man das Gras wegmachen kann. Oh, das wäre cool. Ja, wohl auch nicht zu viel verlangt, oder? Ja, das ist ganz in Ordnung. Vom Anspruch. Ach so. Vom Anspruch her nicht schlecht. kann man schon mal machen, so einen Anspruch haben hier. Oh. Toilette. Wo haben wir denn eine Toilette? Ich hätte noch eine Badewanne, aber die ist ja noch größer. Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die ist nicht größer als der Sitz. Ja, gut, okay, toll. Aber es bringt auch nichts. Ich gehe mal eben ins Haus. Vielleicht haben wir hier hinten noch irgendwo... War hier nicht so ein Dixie-Klo an der Seite? Ein Klo. Nice. Ich glaube, ich hab's gleich. Ach du, das ist ja was zum Teufel. Also wenn dein Auto auch so aussieht, das ist ja... Alter Schwede. Aber du kannst ja... Du brauchst doch ein Lenkrad, Marco. Was? Was bringt dir denn bitte ein Klo? Du brauchst doch ein Lenkrad. Ach, wir haben hier gar keinen... Ach so, nee. Ich dachte, der Sitz hier hätte ein Lenkrad. Scheiße. Nein, so einen will ich eigentlich bauen, aber das kann ich ja nicht. Ja, dann müssen wir den anderen nehmen, da hast du recht. Ja, ach. Ja, ach. Ja, oh Mann. Oh. Oh, geil. Oh. Er sieht ja schick aus, was du da gebaut hast, aber durchsteigen tue ich da nicht. Kannst du eine ganz langsame Kamerafahrt nochmal drumherum machen? Oh, ein Porn. Oh ja, machen wir einen richtig schönen Carporn. Ah, ich kenne nur Capricorn, aber egal. Capriporn. Nee, kennst du nicht den Begriff? Carporn? Ja. Nee. So wenn Leute sich so langsam am Auto vorbeifahren? Ja, wenn du so mit der Kamerafahrt um so ein Auto herumgehst und die Geilheit des Kfz betrachtest. Die Geilheit des Kfz. Das ist auch so. Das sollte man irgendwie lyrisch analysieren. Die Geilheit des Kfz betrachten. Dort stand er also, betrachtete seelenruhig die Geilheit des Kfz. Oh, er spürte, wie sich in seinen Lenden etwas regte. Pretty, pretty perfect. Ach ja. Ja, so muss Deutschunterricht sein, oder? Genau. Also wir haben jetzt einen Kofferraum. Wir haben jetzt... Ach stimmt, scheiße. Wie können wir denn hier vorne dann aber noch unsere... Kacke, sieht das fett aus. Ja gut, hat was. Sieht ja schon ganz nett aus. Aber wir können hier jetzt nicht mehr unsere Sägeblätter anbringen. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier... Das ist ja nur das Grundgerüst. Wir können also ja noch drumherum bauen. Wir müssen eine fette Karosserie drumherum bauen. Ja. Lass mich dann mal machen. Ja, das ist dein Job. Ich kann Design nicht so gut. Ich bin Meister Karosserie. Aber gut, ey, warte mal. Ich muss erstmal verstehen, wie funktioniert sich die Federung? Was muss ja, ich wiegen? Ja, okay, warte mal. Wir können ja mal einen kleinen Probelauf kurz machen. Irgendwo darf ich ja bestimmt nicht bauen. Ja. Scheiße. Ich hab ihn. Ja, aber die Frage ist, wohin? Ja. Das Bett nimmt so viel weg. Oh, komm schon.
Hinter die Kiste, unter die Kiste. Können ihn theoretisch aufs Bett packen, aber das ist ja hässlich, ne? Pack den mal hinter die Kiste, oder? Da. Ja, okay. Das ist nicht symmetrisch, weil er 2x2 ist, so. 2x2x2. Oh, ich kotze gleich. Aber wenigstens haben wir dann den Motor irgendwo hingepackt. Ja, wenigstens haben wir einen Motor. Dengelt er die ganze Zeit runter. Und du musst nicht die ganzen Scheißdinger jetzt verbinden, oder? Was? Nein. Das ist alles freilaufend. Ach so, okay. Deswegen fährt sich das gleich wahrscheinlich auch ganz geil. Wahrscheinlich. Wenn ich nichts falsch gemacht habe. Deswegen fährt sich das auch gleich wahrscheinlich ganz geil. Also es sieht schon mal mega scheiße aus. Oh, danke. Weil du hinten auf dem Boden schleifst. Während es vorne mega hoch ist. Warte, ich muss da mit rein. Ja. Oh, Junge. Und? Der Motor muss noch versorgt werden. Haben wir Sprit irgendwo? Ja, im Kofferraum. Ach so, im Kofferraum ist Sprit. Ja, das macht Sinn. Ich habe allen Sprit in den Kofferraum gepackt. Da, wo wir es brauchen, beim Auto. Da legt sich auch die Fernbedienung nicht zum Fernseher. Oder haut ab. Oh. Aber es fährt sich schon echt nicht verkehrt. Oh Gott, ja, man rutscht ein bisschen. Oh, jetzt habe ich mich festgefahren. Oh nein, ernsthaft? Oh ja. Damit wir auch auf anderem Gelände fahren können, wa? Genau. Okay, ja gut, das ist ja schon mal echt nicht verkehrt. Ich brauche mehr Holz. ich habe kein Holz mehr. Was? Kein Holz mehr hier? Doch, hier ist noch 98 drin, von dem Guten sogar. Ja, wir haben jetzt erstmal den Rest auch in Schlechten gebaut. Brauchen wir erstmal schlecht. Na gut. Nicht schlecht. So. Ja, ich glaube, wir können die Hinterräder auf jeden Fall noch ein bisschen höher setzen, ne? Warte, ich ja, bock das nochmal kurz auf. So, machen wir das hier nochmal ein bisschen. Wie sollte ich den da gestalten, wenn du ihn. Ja, warte, ganz kurz. Ja, warte. Ich baue mir hier nochmal meinen eigenen Bock hin. Ups, was habe ich denn da abgebaut? Das. Bisschen zu niedrig, wa? Also, das ist zu niedrig. Das muss höher. Tschack. Ein Dach sieht irgendwie dämlich aus. Sieht so nach Fred Feuersteinwagen aus. Ist es doch. Ja, warte. Nee. Lass das Dach weg. Nee. Ja. Also muss anders. Es muss Cabrio-mäßig dann halt. Eher Buggy-Style gerade, ne? Ja, irgendwie schon. Auch ganz geil. Dann machen wir so ein halboffenes Heck. Ja, wollte ich gerade machen. Dass so ein Fenster drin ist. Also gleich schon wieder Angriffszeit. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Zeit vergeht hier so schnell, es ist unfassbar. Ja, das muss ich auch noch verbinden. Also ich wäre soweit fertig. Ja, fahr den mal wieder runter, komm.
Ansonsten kann ich den schlecht bauen. Ich kenne mich nichts da oben. So, kann ich vielleicht nochmal ein bisschen Krams ablegen. Ja, sortieren mussten wir eigentlich auch noch. Das ist Nebensache. Ja. Aber die Lampe kann ich noch anbringen, genau. Ich habe noch diese Unterbodenbeleuchtung, habe ich auch noch. Oh. Ich glaube, so eine Lampe oben dran ist gar nicht so schlecht, wenn du das da ein bisschen ausgebaut hast. Es nimmt ja schon Form an. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich versuche das gerade so einigermaßen. Ja. Davon bräuchten wir zwei. Wovon? Von dieser Neonröhre. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten. Irgendeinem Laden wahrscheinlich. Stimmt. Müssen wir nochmal gucken. Gut. Ja, ich bin gerade richtig planlos, Mann. Wie immer. Ja. Das kommt hier alles mal rein. Könnten noch eine Kiste gebrauchen. Wo? Egal. Wir brauchen noch eine. Wo ist egal? Oh, ich verhungere bald. Bald. Ah, ich habe noch Karotten. Sehr gut. Da hinten wird mir noch irgendwo ein Beutel angezeigt, wo ich gestorben bin. Meiner wird mir auch die ganze Zeit noch angezeigt. Ich glaube, das war bei den krassen Viechern da. Ja, ne? Bestimmt. Da können wir auch mal wieder hin. Oh. Ich fühle mich nicht bereit. Die haben mich so schnell getötet. Ach so, scheiße. Da bräuchten wir echt Rüstung oder sowas. Ja, wie gesagt, und auch Waffen. Wir brauchen auf jeden Fall Waffen. Oh yes. Oh, finde ich gut. Ja, ich glaube, da blockiert auch nichts. Erwähnt, dass ich gerne halbe Blöcke hätte. So Schrägblöcke. Mm. Im Dingsmodus gibt's die. Aha. Nicht Survival. Mann, Creative. Danke. Oh, Creative. Da kommt was. Oha, wie viel sind das? Ah, das. Holy shit. Holy shit, das sind ganz schön viele. Ich bin tot. Oh. Alter, wie viel sind das noch? Oh, ich bin schon wieder tot. Alter. Oh Gott. Alter, hier habt ihr drei Stück geplättet. Vier. Der haut hier das Auto kaputt, ich glaub's nicht. Nein! Achso. Nur umgekippt. Die haben unser Auto kaputt gemacht. Irgendwas ist hier eingesackt. Oh, haben die den Reifen zerstört? Ja. What? Come on. So ein Arschgeigen. Und den Zaun. Oh. Okay, vielleicht sollten wir nichts Neues pflanzen. Nee, ich denke es mir auch gerade. Das ist ja immer noch nicht fertig hier. Was soll das? Och nö. Oh. Sind hier noch welche im Auto? Im Auto, im Wasser? Ja, jetzt braucht die Musik auch nicht anfangen zu spielen hier. Jetzt ist vorbei. Na gut. Aber nichtsdestotrotz, unser Zaun und alles hat sich bewährt, muss ich sagen. Ja. Hat die Viecher noch draußen gehalten. Ja. Huh. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Kriegen wir so einen Reifen wieder?
Ja, müssen wir neu bauen, ne? Ich habe nur noch kleinere Versionen. Was braucht man denn dafür? Ich glaube, Bienenwachs, das haben wir. Das haben wir aber alles, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Ich kann auf jeden Fall jetzt einen Driver Seat bauen. Ah, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, Metall und Holz. Das haben wir, glaube ich, alles. Das ist Holz. Wow, es fährt weg, der Wagen fährt weg. Was? Hast du gemacht? Hast du den... Ach so, du hast den Sitz abgebaut, ne? Ja, das passiert. Das weiß ich doch nicht. Auf einmal fährt mir der Wagen vor der Nase weg. Ich dachte schon, scheiße, habe ich die Handbremse nicht angezogen. Hast du ihn? Ja. Nee, der ist jetzt abgesoffen. Im wahrsten Sinne. Den müssen wir neu machen. Oh, scheiße. Ja. Ja, genau, aber das passiert halt, wenn der Motor keine Regelung mehr hat, sozusagen. Und der voreingestellt ist, dann gibt er halt Vollgas. Muss man den vorher erst auf off drehen. Oder irgendeine andere Quelle noch damit verbinden. So, naja, wenigstens. Es sieht aus wie ein Auto. Hat was. Oh. Oh, mein glitscht da echt schnell ab, ne? Ja. So, guck dir das an. Nicer Perfekt. Sitz. Das sieht auch gut aus. Dann können wir gleich auf jeden Fall eine Tour machen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch einen Reifen. Ich wollte einen bauen. Wie gesagt, den ganzen Kram dafür sollten wir aber eigentlich haben. Ja, eigentlich schon. Passt genau. So. Die Karotten sind immer noch nicht fertig, ey. Was ist da los? Erstmal eine Milch. Eine Milch. Ein Autoreiser. Oh ja, ey. Mist. Jetzt greifen die schon wieder an. Das kann doch nicht wahr sein. Weil es einfach nicht fertig wächst hier. Oh nein, die haben mir hinten auch bei meinem Auto was kaputt gemacht, sehe ich gerade. Die haben mir die Seitenwand aufgerissen, die Sackgesichter. Ja? Ja, hier. Aha. Eine Arschgeigen. Toilettenpapier ist dabei. Hab ich mitgenommen, klar. Hä? Für die Fahrt. Das kenne ich noch bei uns aus dem Urlaub. Also Toilettenpapier, Seife, alles einpacken. Weil wenn du irgendwo an der Raststätte bist, kann es nicht sicher sein, dass es das da gibt. Mhm. Und dann bist du froh, sowas zu haben. Oh, ich glaube, ich muss hier nochmal einen Block entfernen. Kannst du machen. Wenn du sagst, passt nicht, dann... Ja, ich glaube, der würde kollidieren. Koalieren? Koalieren, je nachdem... Mit wem? Mit den grauen Stangen. Was hast du denn gemacht? Ich bin tot? Wieso bin ich tot? Keine Ahnung. Ich bin einfach im Auto gestorben. Ich habe mich da irgendwo verkeilt und bin gestorben. Na, geil. Toll. Oh, ja, respawn. Oh, was war da denn los? Wie dämlich. Da liegt ein Riesensack. Ja gut, das sieht noch ein bisschen bescheiden aus. Wohl, oh, scheiße. Was denn? Ich weiß nicht, ob das da vorne aufschlägt. Mal ist weg. Ja, einen drüber, also einen Block drüber ist cool. Hier? Ja. Und dann könnte man nach vorne noch so eine Beugung drüber machen. Weißt du, was ich meine?
Dann wäre alles nice. So geht's? Nee, das ist noch zu nah, nicht? Ah, wahrscheinlich. Ja. Das könnte gehen, oder? Ja, könnte gehen. Ja, sieht doch schon mal ganz, ganz nice aus. Oh yes. Na gut, komm. Lass mal hier eine Runde drehen. Mein Heck, ja. Und ich finde das Heck auch ganz geil. Guck mal das Heck an. Ja. Kiste schön eingebaut. Es führt. Na dann. Runter damit. Zack. So, ja, gut, sie ist natürlich scheiße, weil wir genau in den Blöcken sitzen, aber egal. Das sind Feintuning-Sachen. Oh, Junge. Scheint sich ja ganz gut zu fahren. Ja. Na dann fahr mal die Straße hoch. In welche Richtung? Ja, nicht aus der wir kommen. Oh, stopp. Hä? Ich muss raus. Warum? Ach, der Toadbot oder was? Ja. Da macht er erstmal Emergency. Notausstieg. Ja, genau. Mir fehlte das andere Wort. Das deutsche Wort. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich kann nur noch Englisch. Ja, aber auch das Englische. Da hat mir die englische Hälfte ja auch gefehlt. Emergency. Was ist eject? Das? Exit. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Ja, Exit. Ich war bei Eject, aber ja, Exit. Oder Eject. Notausstieg. Ja, Mann, das kann auch keiner mit ansehen hier. Oh. Ein bisschen Platz schaffen oder was? Oh. Ach nee, war das schon richtig. Ja, ich hoffe, wir kriegen auch noch Wedges. Oder so. Oh, Wedges, ich liebe Wedges. Ich auch. Also wir können das Ganze halt noch ein bisschen abrunden, ne? Natürlich können wir auch irgendwie mit Pipes ein bisschen abrunden, aber es sieht auch irgendwie blöd aus. Ach, glaub. Guck mal, jetzt haben wir beide nur ein Brett vor dem Kopf. Das haben wir sowieso. Gut, Mann, auf dem Weg machen wir uns hier. Schön. Schön. Oh, geil. Oh. Aber wie fährt er sich, Marco? Wie fährt er sich? Außer, dass hier bei mir alles irgendwie am Rum... Ja, er lebt gerade. Also wirklich, wir schütteln uns in dem Auto wie so eine Dose Cola. Ja, er fährt nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Aber ich glaube, ich kann die Federung nochmal ein bisschen reduzieren. Und zu hart. Ja, dann kannst du auch mal eine Runde drehen hier. Wuhu! Boah, Alter. Oh. Ja, das kann natürlich immer noch passieren. Der macht aber auch echt... Ja, also Grip ist was anderes. Oh, der gibt echt Kit. Muss echt aufpassen. Oh, da den Berg müssen wir hoch, Marco. Ach, guck mal, hier sind noch mal so eine Häuser. Mhm. Können wir nochmal looten? Nee, aber das ist auch das, was ich meinte. Also dadurch, dass wir halt kaum Gewicht haben, fallen wir natürlich auch leichter um. Aber wenn wir einen niedrigen Masseschwerpunkt haben, dann kippen wir nicht so leicht um. Da, weg. Oh, Soilbags. Die sind immer gut. Soilbags immer gut. Da können wir noch größere Farben bauen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir die Seeds überhaupt mitnehmen sollen. Sollen wir so viel haben? Ja, nehmen wir den auch mit? Ich weiß es nicht. Ja, nimm alles mit. Ah, gut. Hallo, Loot. Ich brauche noch einen Grund. Grund, überhaupt wegzufahren. Klopapier wir auch mitnehmen. Ja, wir fahren nur noch wegen Klopapier weg. Genau. Und was habt ihr ergattert? Klopapier. Reicht das nicht? Im Jahr 2020 war das mal eine ganze Zeit lang... Was heißt Wala? Wo lebst du? Wieso? Immer noch? Im Jahr 2020 war das mal. Heute 2057. Okay, so meinst du das.
Im Jahr 2020. Damals. Im Jahr 2020. Sei denn, du gehst aus, dass diese Folge erst im Jahr 2021 ausgestrahlt wird. Damals, im Jahr 2020. Ich habe nicht damals gesagt. Im Jahr 2020? Nein, das kann man doch so sagen. Das ist doch nein. Okay, oder nicht? Nein, ist nicht okay. Okay. Ich finde es einfach nicht okay. Okay. Wow, geht's da steil hoch, Alter. Wie hast du mich genannt? Ja. Oh. Was ist das da oben für ein Ding auf dem Gebäude? Siehst du das? Schild oder so? Oder was ist das? Ja, irgendwie sowas. So ein großes... Hast du nicht gesehen? Ah, Marco? Yes. Dann... lass mich auf den Sitz. Geht's ab nach oben. Oh yeah. Aber... kleine Pause! Oh no! Doch! Schön Hänger am Cliff hier. Oh, ein Cliffhanger. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Was passiert da? Was passiert da? Alter, jetzt gibt es aber Kit hier. Versucht er alles zu retten. Oh, Vorsicht, da kommt einer. Ja, den müssen wir nochmal eben verprügeln. Müssen wir das? Okay. Mann, ich will so eine Gulaschkanone haben.